Adam 19 ist die Frau dem Mann unterlegen? Ist die Frau dem Mann unterlegen? Kann man in dieser Reihe von Lektionen über die Erbsünde, die von Adam und Eva in der katholischen Religion gewählt wird, sagen, dass die Frau dem Mann unterlegen ist? Wenn wir uns den biblischen Text genau ansehen, erkennen wir, dass diese Minderwertigkeit der Frau gegenüber dem Mann nicht der Wille Gottes ist. Am Anfang schafft Gott sie nach seinem Bild als Mann und Frau. Sie befinden sich in einer Gleichheit der Würde und in einem Unterschied in der Psychologie, die Schöpfungsgeschichte gut erzählt. Adam hat die Erde geschaffen, was für den Menschen, den er liebt, sehr effektiv ist. Und Eva schuf aus Adams Rippe. Es bedeutet sehr, derjenige zu sein, der Liebe gibt, was sich in Bezug auf die Liebe in Bezug auf Adam ergänzen soll und dort eine vollkommene Harmonie herrscht. Die Erbsünde kommt und hier wird eine zweite Sichtweise auf Mann und Frau in der Bibel beschrieben. Gott sagte zu dem Mann, du wirst jeden Tag Brot von der Erde bringen, und die Erde wird nur Brombeeren produzieren und dann wirst du in den Staub zurückkehren, weil du Staub bist und Staub Staub ist. Was meisten Menschen trifft, ist das, was seine Qualitäten macht, ist seine Wirksamkeit erreicht und eines Tages wird süchtig. Viele Menschen erfahren, wenn sie abhängig sind, wenn sie in Ruhestand gestellt werden. Oft fangen sie an, über Euthanasie nachzudenken, das Leben macht keinen Sinn. Sie wollen nicht in Altersheimen treten. Und dann kommt der Tod. Totale Abhängigkeit, der Mensch wird von wo erreicht, er hat Qualitäten. In Bezug auf die Frau sagt Gott, ihr Verlangen wird auf ihren Mann gerichtet sein und ihn über sie dominieren. Es bedeutet, dass die Frau feiner für die Liebe gemacht wurde. Nun, es verwandelt sich zu Hause in ein Verlangen nach sentimentalem Glück, einen Mann zu haben, der es aus sentimentaler Sicht ausbalanciert und ausnutzt, um ihn zu zermalmen, weil er diese Schwäche sieht und außerdem sie hat weniger Muskeln und das ist in den Werten der Welt eine kolossale Kraft, die Tatsache, dass der Muskel seine Autorität durchsetzen kann. Zweiter Fluch, du wirst in Schmerzen gebären. Das bedeutet, dass nicht nur die Geburt oft falsch ist, sondern auch physisch. Wir haben gesehen, wie viele Frauenmädchen gestorben sind, indem sie ihr erstes Kind ins Bett gelegt haben, bevor die Geburtshilfe voranschreitet. Aber es ist vor allem ein geistiger Schmerz, ein Kind zur Welt zu bringen, das uns manchmal verraten wird und das Haus verlässt, wenn wir es ständig für uns behalten möchten. Ist die Frau dem Mann daher unterlegen? Nun, ich antworte, in der Reihenfolge der Sünde ist es geworden. Dies liegt daran, dass die Ordnung, die über diese Welt herrscht, die Reihenfolge der Muskeln, der Kraft ist. Und in dieser Hinsicht ist die Frau weniger stark als der Mann. Jahrhundertelang wurden Frauen, wenn sie eine gewisse Gleichheit oder Respekt wünschten, geschlagen, manchmal gesteinigt. Also mussten sie sich übergeben. Die Ordnung dieser Welt beruht natürlich auf einer Minderwertigkeit, der Minderwertigkeit der Frau. Um Gleichheit zu erreichen, sagten Frauen in den 60er Jahren, dass wir uns auf der Seite des Weltwerts, der Macht und der Effizienz entwickeln werden. Sie wurden zu Geschäftsführern, sie leugneten, was die Weiblichkeit ausmachte, für einige von ihnen, die Mutterschaft, die Liebe eines Mannes. Tatsächlich war diese Wahl nur eine Nachahmung der Ordnung der Welt, in der der höchste Wert daher in Kraft ist. Es gibt eine andere Möglichkeit, den Mann und die Frau anzusehen. Dies ist Luzifers Weg. Luzifer fiel in seiner ersten Revolte auf der Ebene des sogenannten Geheimnisses der Missetat nicht so sehr wegen des Menschen. Der Mann arbeitet gerne, er baut gerne Häuser und das weiß Luzifer im besten Fall besser als er. Er fiel wegen des allgemeinen Mysteriums der Frau, weil er aus dem Blickwinkel der Demut und der Liebe, weil sie zur Mutter gemacht wurde, eine größere Disposition von Frauen fand dazu weniger Geschmack nach Kraft, Aufmerksamkeit. Ich sage nicht alle Frauen, sondern generell. Luzifer verstand, dass es einzelne Frauen geben würde, die immens stärker wären als er, und in Anbetracht des Wertes,
der in den Augen Gottes Demut und Liebe herrscht, wären sie die Königin der Herzen Gottes für die Ewigkeit. Er hat sich nicht geirrt. Die erste der Frauen ist die Jungfrau Maria und die Kohorte derer, die dieses Geheimnis angenommen haben. Man kann also sagen, dass das Meisterwerk von Gott, dem Meisterwerk, unbestreitbar ist. Wenn die erste Ordnung, die er will, Demut und Liebe ist, dann ist es die Frau. Und es ist sachlich, niemand sonst ist eine Königin der Engel, die Königin der Menschen, dass die Jungfrau Maria und Christus, wir können sagen, dass es ein Mann ist, aber Christus ist auch ein von Gott gemachter Mensch. Also hatte kein menschliches, reines menschliches Wesen so viel Demut und Liebe wie die Jungfrau Maria.